Herzlich willkommen zu Transfermarkt TV. Heute stellt Erin Chen seine Traumelf vor. Das ist jetzt meine Traumelf. Im Tor würde ich mit Oli Kahn spielen. Ja, beste Torhüter gewesen, den ich kenne. Und super Typ. Dann als rechten Verteidiger würde ich Alves vom Barca. Momentan vielleicht der beste rechte Verteidiger. Und ja, läuft die Linie rauf und runter. Innenverteidigung mit Puyol und Terry. Ich glaube, beide sind unterschiedliche Typen und würden gut miteinander harmonieren. Auf der linken Seite würde ich einen Ex-Mitspieler von mir, Erhan Albayrak, nehmen. Ich glaube, jeder Verein oder jede Mannschaft braucht einen Kasper im Team und er passt dann super hinein. Ich würde jetzt mit zwei Sechsern spielen, mit Basti Schweinsteiger und Batista. Mit Basti in der Juniorennationalmannschaft zusammengespielt. Ja, momentan vielleicht auch der beste Sechser in Deutschland. Und Batista ist ein alter Mitspieler aus der Türkei. Ist auch ein Sechser, hungrig, bissig und auch ein super Typ. Und beide würden da alles abräumen, glaube ich. Ja, jetzt würde ich mit drei Spielern hinter einem Stürmer spielen. Ich schreibe mal. Also Cristiano Ronaldo rechts. Hinterm Stürmer würde ich mich selber aufstellen. Und links Messi. Ja, ich glaube, drei technisch gute Spieler und ja, alle drei mit Drang zum Tor. Das würde super passen. Ja, und vorne würde ich jetzt einen Spieler, der robust ist und der die Bälle halten kann, damit die Spieler nachrücken können, würde ich Ibrahimovic aufstellen. Ja, der wird alles da festmachen und die ganze Mannschaft würde dann auch nachrücken können. Das ist meine Traumwelt. Vielen Dank, Erin Chen. Hallo Jan, hallo Sven. Ja, eine Traumelf, die tatsächlich eine Top-Elf ist. Viele große Namen dabei. Ja, richtig. Sind halt so ein bisschen die üblichen Verdächtigen. Er selber hat sich halt so hinter die Spitze Ibrahimovic aufgestellt, noch flankiert von Messi und Cristiano Ronaldo. Ja, gut, das ist sicherlich so schlecht nicht. Auch Abwehr natürlich in der Innenverteidigung mit Puyol und mit John Terry, das ist schon aller Ehren wert. Absolut. Und Erhan Albayrak, also das finde ich ja sensationell, den kenne ich noch aus Bielefelder Zeiten. Da hat er allerdings sehr offensiv gespielt, da war er links außen damals. Mittlerweile scheint er mit höherem Alter dann doch etwas weiter nach hinten versetzt worden zu sein. Finde ich aber ganz sympathisch, da scheint es also irgendwie eine Verbindung zu geben zwischen den beiden. Ansonsten, ja, gut, klar, das ist halt wieder ne, Top 11, das sind die Spieler, die so gut wie jeder aufstellt. Ich habe es ja schon mal gesagt, nicht ganz meins, aber soll ja jeder machen, wie er will. Ja, es stimmt schon, wie ich auch schon sagte, das sind so ein bisschen die üblichen Verdächtigen. Aber er hat natürlich jetzt auch erstmal sich selber aufgestellt und dann den Albayrak, da hat er ja so ein Stück weit in eine persönliche Note reingebracht. Von daher finde ich es dann doch ganz, ganz okay, ja. Eben, es ist eine persönliche Traumelf. Insofern kann das jeder unserer Gäste machen, wie er das gerne handhaben möchte. Vielen Dank, Jan. Vielen Dank, Sven. Vielen Dank, Erin Chen. Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an die Transfermarkt TV-Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.